nicht nur auf Holz klopfen, sondern aktiv etwas gegen Fachkräftemangel unternehmen. Darum ging es der Schreinerinnung und Wirtschaftsförderungsgesellschaft aus Belgien bei der Holzolympiade. Ob Holz sortieren oder Nägel einhauen, bei den 12 Disziplinen drehte sich alles um das Thema Holz. Angetreten sind 300 Kinder aus 11 Schulen. Es sind Kinder aus dem 5. und 6. Schuljahr und die Sache soll Spaß bringen. Das soll nicht in Verbindung gebracht werden mit einer Verpflichtung, sondern einfach mit positiven Erinnerungen. In 3-4 Jahren werden einige Schüler schon ihre Berufsentscheidungen treffen, in die Lehre gehen. Und vielleicht erinnern sie sich ja noch an diesen Tag und sagen sich, warum nicht was mit Holz machen? Die Aussichten auf eine Arbeit im Holzsektor sehen in der Tat gut aus. Im Holzbereich ist nicht nur der einfache Schreiner. Wir fangen an beim Bäume pflanzen, bei der Baumbewirtschaftung. Wir haben den Förster, wir haben danach die Sägereien. Danach kommt die Holzverarbeitung. In der Holzverarbeitung haben wir sowohl das klassische Schreinerhandwerk, das heißt ein Möbelschreiner, ein Bauschreiner. Wir haben aber auch den Holzbauer. In Zukunft wird immer mehr mit Holz gebaut werden. Den Parkettverleger. Also da sind sehr, sehr viele Berufsbilder, die dann eigentlich in Zukunft entstehen. Bei der Holzolympiade konnten die Kinder spielerisch Einblicke in die Berufswelt sammeln. Wir mussten Nägel reinhauen. Das ging eigentlich auch noch sehr gut, aber die sind schnell auch umgekippt. Wir machen noch ein paar Spiele mit Bildern, die man zuordnen muss, zu welchem Schreiner. Es gibt ja verschiedene Art Schreiner. Die Arbeiten im Holzsektor sind vielfältig und ständig im Wandel. Daher brauchen auch Mädchen sich nicht mehr vor klassischen Männerberufen zu scheuen. Zum einen erleichtern Maschinen heutzutage schwere körperliche Arbeit. Zum anderen sind Geschick und Köpfchen mindestens genauso gefragt. Die Motivation spielt natürlich eine große Rolle. Die Ausbildung ist eine Sache, aber es wird vieles angeboten, um dieses Handwerk Schreiner sehr attraktiv zu machen. Aber ich würde sagen, also vor allen Dingen Motivation muss sein, man muss Interesse ans Holz zeigen und ansonsten sind eigentlich keine weiteren Voraussetzungen erforderlich. Das Interesse der kleinen Holzolympioniken konnte zumindest geweckt werden. Wer noch mehr über Berufe im Holzsektor erfahren möchte, kann das am Sonntag machen. Dann findet im Industriegebiet in Büllingen der Infotag Zukunft Holz statt.